15 Fragen, mehrere Joker und teilweise schusselige Antworten und dann auch lustige und auch richtige Antworten. Das macht diese Show aus. Namentlich genannt auch Wer wird Millionär? So, und damit willkommen und noch einmal ein herzliches Hallöchen zu einer neuen Folge Wer wird Millionär am Mittwochabend, nachdem wir gestern hier kurzfristig ausgeschieden sind bei einer Frage über den Ziehvater, was so viel heißt wie den Leihvater quasi oder auch unter anderem Mentor oder Meister. Ja, da sind wir rausgeflogen gestern und ich hoffe doch, dass wir das heute überbieten können mit einer definitiv besseren Leistung als gestern. Wir starten mal mit der Auswahlaufgabe, die alle mitraten dürfen. Sie lautet: Ordnen Sie chronologisch die Filmabenteuer James Bond 007. Diamantenfieber, Jagd Dr. No, enthüllte Mission, Der Morgen stirbt nie. Ich glaube so rum, ich habe aber keine ehrlich gesagt Ahnung. Also, wir fangen an von vorne nach hinten durchgehend. Wir fangen an mit Jagd Dr. No, dann folgte Diamantenfieber A, dann kam enthüllte Mission und dann zum Schluss Der Morgen stirbt nie. B, A, C und D. Wer hat's von euch hinbekommen und wer im Studio? Am schnellsten 6 haben es kurz, am schnellsten war Spieler 5. Na dann, lasst das Spiel und den Spaß beginnen. Mit der Risikovariante heute geht's in die ersten 5 Fragen. Was haben große Gebäude? Servusglas, Tschüssdose, Flaschen, mach's gut, Fass AD. Die Fassade D. 100. Wer drückt angeblich ein ganzes Pferd in wenigen Minuten? Pirute, Pirolga, Pirelse, Piranha, die Piranha. 200. Bei einer erfolgreichen Diät. Purzeln die Funde, kullern die Kilos, terrennen die Zentner, taumeln die Tonnen. Purzeln die Funde. 300. Wer ist ein berühmtes Ballett von Tchaikovsky? Entenweiher, Froschtümpel, Gänsetal, Schwanensee D. Und 500. Wer bildet Ruth Leuwerick in den 50ern als Traumpaar des deutschen Films? Uwe Mercedes, Heiner Ford, Dieter Borsche, Klaus Wartburg. Da würde ich sagen. Am richtigsten klingt für mich C. Dieter Borsche. Ich meine, überall stehen Vornamen und eine Automarke. Mercedes, Ford, Porsche, Wartburg. Ich nehme C. Dieter Borsche. Und? Das stimmt, jawohl. Gut. Wir haben 500 geschafft und gehen auf die 1000-Euro-Frage. Worum geht es üblicherweise bei der sogenannten Sonntagsfrage? Was gibt es zum Mittag? Wer kommt zu Besuch? Was würden Sie wählen? Welcher Tatort läuft heute? Tatort läuft dann jetzt immer montags? Ich würde mal sagen. Wobei, wenn Tatort sonntags läuft, könnte es auch D sein. Die Sonntagsfrage.
Er kommt zu Besuch. Sonntagsfrage. Das dürfte, glaube ich, nur Tatort sein. Die Sonntagsfrage. Ich glaube, muss ein Joker schon nehmen. Zu Mittag würde ich es weglassen. Was würden Sie wählen? Nee. Also definitiv B oder D. Wenn man im 50-50 ist, natürlich genau die beiden stehen bleiben, wäre es sehr, sehr arschig. Ich habe eine Idee, aber weiß nicht. Ich würde sagen, es ist D. Huch! Schmeiß wieder alles um hier. Ich nehme Telefonjoker, sicher ist sicher. Weh, der weiß nicht, der guckt ja keinen Tatort. Worum geht es in der Sonntagsfrage? Was gibt es zu Mittag? Wer kommt zu Besuch? Was würden Sie wählen? Oder welcher Tatort läuft heute? Kann lediglich C sein. Was würden Sie wählen? Ernsthaft? Okay. Na dann, vielen Dank. C. Was würden Sie wählen? Um es mit den Worten von Horst Schemmer zu sagen, also ich würde nach Hause gehen, mir einen trinken. 2000. Welchen Film drehte Doris Dörri? Good Morning Däne, Bye Bye Grieche, Happy Birthday Türke, Congratulations Pole. Da. Ich würde sagen, das könnte wieder nur B oder D sein. Klingt beides gut. Good Morning Däne, weiß ich, würde ich irgendwie ausschließen. Ich lasse mir mal helfen und frage das gesamte Publikum, also auch euch unter anderem. Welchen Film drehte Doris Dörri? Ist das A. Good Morning Däne, B. Bye Bye Grieche, C. Happy Birthday Türke, D. Congratulations Pole? Ich wette, ich blick irgendwie gerade D wieder. Ich wette, D ist vielleicht sogar ein Name. Happy Birthday Türke kriegt 87%. Das ist eine mehr als eindeutige Mehrheit. Ich riskiere C, Happy Birthday Türke, und mache das zu meinem letzten Wort. Jawohl. Hättet ihr das auch gewusst? Schreibt es auch gerne in die Kommentare. Was machen Eintagsfliegen nicht? Fliegen, fressen, atmen, sich fortpflanzen. Ich glaube, fortpflanzen tun sie sich sogar. Das ist eine gute Frage. Eintagsfliegen. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie schon eventuell nicht fressen oder... Also atmen müssen sie in jedem Fall doch eigentlich. Puh. Zusatzjoker bitte. Ich nehme die Nummer 3. Die Christine. Sie klettert das Antwort B, fressen recht ist. Das ist wieder verdammt. Fressen B. Hallo? So. Fressen B, sagte sie auch. Und sie hat recht.
So, wir gehen auf die nächste Frage für 8000 Euro. Sie lautet: Wer gestaltet in Berlin einen riesigen, begehbaren Fußball zur Einstimmung auf die WM 2006? Hermann von Ween, André Heller, Angelo Branduardi, Hannes Wader. Ich habe keine Ahnung, 50-50 Joker bitte. Dann sage ich spontan Antwort B. Ich habe keine Ahnung. Aussteigen will ich hier nicht. Richtige Antwort. Hey! Huch. Über wen heißt in der ersten Teil des legendären Songs She Was More Like a Beauty Queen from a Movie Scene? Lola, Billie Jean, Mandy, Angie. She was like a beauty queen from a movie scene. In der ersten Teil des legendären Songs She Was More Like a Beauty Queen. Das könnte irgendwie nach B klingen. Billie Jean? Also, Lola, ich überleg grad mal. She was more like a beauty queen from a movie scene. Irgendwie so, weiß nicht. She was more like a beauty queen. Dann muss ich raten. Billie Jean könnte sein. Warte mal. Ich nehme mal B und will was testen. Warte mal. Antwort B, Billie Jean. Alexa, spiele Michael Jackson. Achso, die hat keine Verbindung gerade. WLAN ist aus. Hoppla. Yep, da hört man's. Ich habe momentan leider Schwierigkeiten, dich zu verstehen. Ja, WLAN ist auch aus. Ist ja okay. Nochmal. Ist ja okay. Dann eben nicht. Schade. Wir lösen's auf. She was more like a beauty queen from a movie scene. Ist von Billie Jean, yes! Das kann natürlich auch gerade gut sein, dass wir unter einer Leitung am Arbeiten sind, weil wir ja jetzt demnächst hier von 50.000 auf 100.000 Leitung VDSL upgraden. So, 16.000 haben wir. Wir gehen mal auf 32.000 und gucken mal, was uns erwartet. Wie nennen die Mexikaner den Grenzfluss, der in den USA Rio Grande heißt? Rio Negro, Rio Janeiro, Rio Bravo, Rio Lobo. Boah. Da muss ich aber die Segel setzen und aussteigen, weil das weiß ich wiederum nicht. Rio de Janeiro gibt es zwar, aber Rio Janeiro glaube ich nicht. Ich würde sagen, es ist vielleicht eher so C oder D, aber ich weiß es nicht. Dann machen wir es kurz, glaube ich. Mit 16.000 steige ich nämlich gerne lieber aus als mit 8.000. Das lassen wir hierbei. Ende im Gelände. So, ich sag C oder D. Richtig gewesen wäre C, Rio Bravo. Schade, wäre also wieder richtig gewesen. Ich kenne natürlich auch unsere Situation schon, das ist bei uns immer gleich. Dann eben noch eine Runde. Gut, dann starten wir in die nächste Runde mit dieser Auswahlfrage. So.
Das war die Frage von eben. Ich vergesse das jedes Mal. Und ich muss die Funktion immer noch umbauen, dass es besser ist. Ich habe auch schon eine Idee jetzt inzwischen, wie ich das machen will genau, weil ich habe momentan eh gerade das System hinterm Spiel oben. So, wie war es nochmal gleich? Es fing noch an mit B, dann kam D, B, A, C, D, das war's genau. So. Das wussten dieses Mal, nachdem es schon einmal gefragt wurde, trotzdem nur 7 Stück am schnellsten war Spieler 7. Quatsch, 8, so rum. Los! Los, los! Und wieder hier Risikovariante. Los geht's. Spekuliere ich als Boxer auf einen K.O.-Sieg? Ist es mir ganz recht, wenn ich meinen Gegner am Tegernsee, Chiemsee, Ammernsee, Bodensee, die am Boden sehe? Was kassiert die GEZ? Steuern. Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, Rentenfondsbeiträge, Rundfunkgebühren. D. Wo findet man mit dem Christentum, Judentum und Islam heilige Stätten? Burgenland, Schlösserkai, Kastellien, Palästina, D. Wird eine Speise als hot bezeichnet, das ist nicht unbedingt besonders heiß, sondern wirklich auch ziemlich scharf. Da steht schon. Sie ist scharf. Goethes Leidenjungenswert, das ist literaturwissenschaftlich gesehen ein SMS-Gedicht, Briefroman, Fox-Aufsatz, E-Mail-Drama, B, Briefroman. So schnell geht's. So, soweit so gut. 5 erledigt, 10 to go, 4 Joker. Nächste Frage. Welches Volk siedelt im Süden des Indiens und auf Sri Lanka? Haben wir da Polynesier, Tuareg, Tamilien oder Mongolen? Im Süden Indiens und auf Sri Lanka. Boah. Mongolen? Ne, sind glaube ich höher, oder? Das ist eine Telefon-Joker-Frage, das weiß ich schon mal nicht. Erster Joker bitte. Die Nummer 1 hätte ich gerne. Na guck, ist jemand da? Da ist ja jemand. So, wer siedelt da im Süden? Und er glaubt, das ist Antwort C oder B, dann würde er eher sagen, glaube ich, C, oder? Stärke Tendenz geht zu Antwort C. Aber B ist auch richtig. Dann vertraue ich ihm mal. Vielen Dank für die Info, Telefonjoker. Wunderbar gemacht. Ganz vorzüglich. C, Tamilien. Wunderbar. Gut. 1000 erledigt. Wir gehen auf 2000. Rund 50.000 Menschen wohnen in Anken in Franken, Rück im Hunsrück, Aalen in Westfalen, Eckpomm in Meckpomm. Was? Das klingt ja alles irgendwie lustig, aber Rück im Hunsrück wüsste ich, das gibt's glaube ich nicht. Anken in Franken weiß ich nicht, klingt vielleicht gut, aber ja, ist eher möglich als B. Eckpomm in Meckpomm, nee, das gibt's doch niemals. Dann würde ich ja eher sagen Aalen in Westfalen, weil das klingt noch halbwegs normal und realistisch. Aalen in Westfalen. Anken in Franken, bitte, das ist so ein Scherz, oder? Wenn 50-50 das verbringen würde, wäre wieder ein Joker weg, aber ich glaube, es ist diesmal definitiv 10. Schon wieder einen Joker nehmen, vor allem, ha. Irgendwie sind momentan so, weiß nicht.
Ich nehme CA in den Westfalen. Und? Jawohl. Dafür musst du keine Erdkunde wissen. Da muss man sich schön erinnern, was irgendwie am besten klingt. So. 4000. Die nächste Frage. Drei Joker noch da. Welcher Kontinent wurde nach dem italienischen Seefahrer Vespucci benannt? Asien, Amerika, Australien, Afrika. Nach dem Seefahrer Vespucci. Wie hieß der denn schon? Amerigo Vespucci? Deswegen wäre Amerika nach. Danach, nicht nach. Na, Mann. Heute ist Tag der Sprachfehler oder was? Ich glaube, ich meine, der hieß Amerigo Vespucci, glaube ich. Wegen Amerigo, vielleicht Amerika, umgeschrieben. Ich bleibe bei meiner Denkweise und nehme sicher. B. Amerika. Letztes Wort. Und? Jawohl. Wer spielte 1952 Titelrolle in Der Rote Korsar? Burt Lancaster, Gary Cooper, Kirk Douglas oder Robert Mitchum? Zusatzjoker bitte. Ich nehme Nummer 2. Der Wolfgang. Und er ist sich sicher, dass es Antwort A noch richtig sein kann. Ja, das sieht auch sehr seriös aus, der Mann da oben. Das ist, glaube ich, genau sein Alter. Ja, 50 Jahre. Wurde ihm bestimmt in seiner Kindheit von erzählt, wer das war. Dann nehme ich mal Antwort A, wie er sagte. Und mach's zu meiner letzten Antwort für heute. Ne, Quatsch. Letztes Wort. Burt Lancaster. Ist richtig. Woo. Zwei Joker noch da. Was hat ungefähr die gleiche Größe und unterscheidet sich im Gewicht dabei in etwa um das 17-fache? Volleyball und Fußball, Tischtennisball und Golfball, Squashball und Tennisball, Kegelkugel und Bowlingkugel. Ungefähr die gleiche Größe. Ein Tischtennisball und ein Golfball. Volleyball und Fußball sind nicht 17 mal so schwer, es ist nicht möglich, nein. Tischtennisball und Golfball, ich glaube, ein Golfball ist in etwa, vielleicht ein bisschen größer als ein Tischtennisball, aber schwerer, 17-fach, weiß ich nicht, könnte gut sein. Squashball und Tennisball, ist auch naheliegend, aber Kegelkugel und Bowlingkugel. Ich stell's sicher mit dem Publikumsjoker. Ich frage euch alle, die gerade zuschauen. Was hat ungefähr die gleiche Größe und unterscheidet sich im Gewicht dabei um das 17-fache? Volleyball und Fußball, Tischtennis und Golfball, Squashball und Tennisball oder Kegelkugel und Bowlingkugel. Wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt doch gerne einen Kommentar jetzt. Prozent sind für Antwort B, Tischtennisball und Golfball. Das war ja auch unter anderem meine Vermutung, da C rausgeflogen ist in der Abstimmung hier. Nehme ich Antwort B, Tischtennisball und Golfball. Letztes Wort. Hey, wir haben es richtig gemacht.
16.000 Euro. $32.000, 50-50 ist noch da. Nein, der Bug. Wer wurde vor 100 Jahren geboren? Ronald Reagan, Marlene Dietrich, Luciano Pavarotti, Max Schmeling. Vor 100 Jahren? Ja, wann vor 100 Jahren? Wie alt ist denn die Frage jetzt, bitteschön? Erstmal 50-50 Joker rausschmeißen. Okay, dann, Ronald Reagan. Da kann ich nur raten. Ich würde da in dem Fall mich auf Max Schmeling D festsetzen. Letztes Wort. Schon keine Ahnung. Blind geraten für 16.000. Geht nicht weiter. Es ist Ronald Reagan gewesen. 500 Euro sind geworden. Und das war's für heute. Die Mittwochsfolge ist um. Schade, einmal 16.000, einmal 500. Es war Versuch wert. Wir sehen uns nächste Woche am Montag wieder, eventuell mit vielleicht Gästen, aber wir werden wohl diese Woche erstmal noch alleine überstehen müssen. Das war's für heute. Wir sehen uns dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kommt gut nach Hause. Bis dahin. Einen schönen Tag, einen schönen Abend und schönes Wochenende. Bis demnächst. Bis nächste Woche Montag. Tschüss.